Hey Jungs und Mädchen da draußen, ich bin's Jan. Ich bin's Steffen. Und heute haben wir Packwar für euch. Und zwar öffnet heute jeder drei Päckchen der Adrenalin von der Euro 2016. Und was die Bestrafung? Und zwar haben wir uns überlegt, wir nehmen so einen Esslöffel, das sind die kleinen Löffel, und machen da... Esslöffel sind die großen, das wäre ein bisschen viel. Und machen da den ganzen Löffel voll mit Wasabi. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist diese grüne Masse, die richtig, richtig scharf ist. Ja, also ein Teelöffel. Ich glaube, das ist schon zu viel eigentlich. Ich glaube auch, aber egal. Auf jeden Fall, der Verlierer muss Wasabi essen. Viel Wasabi essen. Ich hoffe, Jan verliert. Richtig. Ekelhaft. Sieht richtig scharf. Ja. Okay, Steffen fängt an mit den Packs und dann viel Spaß beim Video. So Leute, ich fange dann immer an mit dem ersten Pack hier mit Hazard und Zlatan Ibrahimovic auf dem Cover. So, dann öffnen wir das. Und hoffentlich ziehe ich welche richtig krasse Karten. So wie immer, man hofft immer, man zieht richtig krasse. Als erstes haben wir hier Key Player Baumgartlinger von Österreich. Dann haben wir hier Island Qualification. Wie heißt das nochmal genau? Making History, weil sie sich zum ersten Mal qualifiziert haben. Und dann die normalen sind Mesut Özil von Deutschland, Prödel von Österreich, Özbaykari oder so ähnlich, keine Ahnung, von der Türkei. Und dann noch Balic von Albanien. Im ersten Pack also kein Spieler, der mir jetzt fürs Spiel was bringt, also der mir richtig krass was bringt, der richtig gut ist. Und noch keinen besonderen, der mir im Spieler. Und dann haben wir hier Lewandowski Modric Pack. Hier haben wir Kroatien Logo. Bringt mir auch nicht. Hoffentlich kommt jetzt ein krasser noch. So Time Machine oder so. Und wir ziehen Isaksson Schweden Expert. Ist okay. Wie viel spielt? 83. Dann haben wir hier Sanja von Frankreich. Sigurdsson von Island. Coleman von Irland und Olsen von Schweden. Also bisher sieht es wirklich nicht gut aus. Ich habe keinen Bock, dieses Wasabi zu essen. Und dann kommen wir zum letzten Pack mit Ramos und Bale. Hier hoffentlich jetzt nochmal so ein richtiger Kracher. Hier haben wir direkt wieder Isaksson, aber diesmal als Goldstopper von Schweden. Hier, ich hole nochmal kurz die andere Karte hier. Isaksson zweimal, einmal 80, einmal 83 als Experte, also mehr als das Goldstopper. Isaksson, der Schwede, zweimal gezogen. Dann hier noch Keyplayer Inan von der Türkei. Das waren die besonderen Karten. Dann geht es hier McAuley von Nordirland. Sterling von England. Maxim von Rumänien. Und als letztes dann noch, oh Gott, Robson Kanu von Wales. So, das waren meine drei Packs. Also, das wird sehr schwer, dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, Jan hat da, ich weiß noch nicht, was er für Karten hat. Natürlich, ihr werdet es gleich sehen. Aber ich glaube, ich habe es da ganz schwer. Aber dann jetzt mal viel Spaß bei Jans Packs. So Leute, dann bin ich jetzt dran mit meinen drei Päckchen. Und dann öffne ich als erstes Hazard und Ibra Pack. Mal gucken, ob die mir Glück bringen. Und da haben wir als erstes Krajkowiak von Polen. Dann haben wir Zlatan Ibrahimovic als Inventiveness. Unglaublich starke Karte, richtig krass. Dann haben wir Gera, Desilio, Pekarik und Hendrik von Irland. Zweites Päckchen. Also das erste Ibra auf dem Pack, Ibra drinne. Wen habe ich hier? Lewandowski und Modric. Die würde ich auch nehmen. Und hier haben wir als erstes Stepanenko. Dann haben wir Brady von Irland als One to Watch. Dann haben wir Chris Brunt, Jordi Alba, Ashley Williams und Harry Kane. Also die Packs bisher könnten schlechter sein. Jetzt haben wir doch mal Bale und Ramos. Bale, das wäre auch nice, jetzt Bale zu bekommen.
Da bekommen wir als erstes gleich mal ein Logo hier von Nordirland. Kann ich natürlich nicht benutzen. Da haben wir Peter Check als Expert. Da haben wir Jan Vertonghen, Florenzi, Bengtsson und als letztes noch Topal von der Türkei. Und ja, das war das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Abonniert nicht vergessen, falls ihr neu seid. Und dann am Sonntag gibt es dann das Spiel und die Bestrafung. Und morgen kommt ein Opening von den neuen Europameisterschaft-Figuren. Da gibt es ja so kleine Figuren wie so Soccer-Stars. Kommt morgen Opening. Freut euch auf jeden Fall drauf. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal hier bei Buddies United. Ciao. Yeah.